Ciao, ehrenwerte Zuschauer, und herzlich willkommen zu Der gute Mensch von Sichuan. Sichuan oder Sichuan ist zwar eine echte chinesische Provinz, aber Brecht hat klargestellt, dass das symbolisch zu verstehen ist. Für alle Orte, an denen Menschen von Menschen ausgebeutet werden. Das ist natürlich in China heute überhaupt nicht mehr der Fall. Deswegen sieht es im Folgenden auch gar nicht so chinesisch aus. Mit dabei sind Shen Te, eine ehrliche kleine Unternehmerin aus dem horizontalen Gewerbe, und ein Freund von ihr, der Wasserverkäufer Wang, der gar nicht für Nestlé arbeitet und gerne mehr als nur ein Freund von ihr wäre. Dann gibt es drei Götter, hier zu Buddha gesellen sich noch so eine Wassergöttin und Gott der Herr, die eine Art Katastrophentourismus auf Erden betreiben und einen guten Menschen suchen. Yang Sun ist ein arbeitsloser Flieger, der deswegen vorübergehend bei Mutti wohnt. Dann gibt es die Witwe Shin, die früher einen Tabakladen besessen hat, den Barbier Schwupsi, Barbier Shufu, der hat immer hier sein Rasiermesser dabei. Dann gibt es die Hausbesitzerin Mi Zü, das ist eine Kapitalistin, wie sie im Buche steht, also eine ganz nette Frau. Den Schreiner Lin To, der eine ganz große Familie zu ernähren hat. Und ein kleines Unternehmerpaar, nämlich den alten Teppichhändler mit seiner Frau. Und weil das Stück 1938 bis 40 geschrieben wurde, wo es noch große Theaterensembles gab, gibt es da natürlich noch eine ganze Menge Nebenfiguren. Heutzutage soll es Theater geben, die das mit nur 7 Personen aufführen. Wang erwartet die Götter. Das ist ein interessantes Hobby. Und während wir uns noch fragen, ob er zu viel von seinem eigenen Wasser getrunken hat, kommen da tatsächlich 3 Göttergestalten an. Und er so, Erhabene, verfügt über mich. Und sie so, oh, hallo, das ist aber nett, dass du uns begrüßt. Wir bräuchten ein Zimmer für heute Nacht. Und er so, sofort! Und rast los und keiner will die unterbringen. Irgendwann kommt er bei Shen Te an und sagt, Shen Te, lass mich nicht hängen, das sind Götter, du musst sie unterbringen. Und sie so, ja, aber ich habe heute Abend einen Freier. Also bitte! Und sie so, okay. Und geht weg. Und also sie umdreht, ist er nicht mehr da und er denkt, er hat keine Unterkunft für die Götter und haut ab. Shen Te aber steht zu ihrem Wort und bringt die unter. Und nachdem sie übernachtet haben, am nächsten Morgen sind die ganz nett und sagen, also vielen Dank, dass du uns Unterschlupf gewährt hast. Und sie so, ach, ist doch nicht der Rede wert. Ich wäre ja selber gerne ein guter Mensch, aber das muss man sich ja auch leisten können. Und die stecken so kurz die Köpfe zusammen, rababa, rababa, und sagen so, pass auf, wir können schon für unsere Übernachtung bezahlen. Hier hast du Geld. Und sie so, oh, vielen Dank. Jetzt geht's aufwärts. Ich bin eine mittelständische Unternehmerin, habe mir einen Tabakladen gekauft mit dem Geld von den Göttern. Und kaum hat sie den Laden aufgemacht, stehen schon die ersten Schnorrer da. Also Frau Shin beispielsweise. Kann ich Reis haben? Ja, okay. Und Geld auch noch? Ja, okay. Und plötzlich steht eine 8-köpfige Familie im Raum und sie weiß gar nicht, wie sie die alle unterbringen soll. Tabak, können wir Tabak haben? Naja, nehmt euch halt. Und dann kommt der Schreiner Lin To und sagt, hier, die Regale sind noch gar nicht bezahlt, ich will Geld. Und dann kommt auch noch die Vermieterin. Also, hier ist ihr Mietvertrag, ich brauche aber noch jemanden, der birgt. Und Shen Te ist ein bisschen überfordert und jemand von hinten flüstert, Vetter, Vetter. Und sie so, kommen Sie doch bitte morgen wieder, da ist mein Vetter da. Der birgt für mich und der hat auch Geld für die Regale. Und die dampfen ab und die lachen noch darüber, über diesen erfundenen Vetter. Und dann schlafen sie nachts und am nächsten Morgen, grüß Gott, ich bin der Vetter, Shuita ist mein Name. Und die so, hä, das war doch ein erfundener Vetter. Und er so, nee, bin ich nicht, also jetzt raus hier, pack. Und die so, von wegen raus, los, Neffe, geh mal Frühstück klauen. Und der Neffe geht Frühstück klauen. Der Vetter empfängt in der Zwischenzeit den Schreiner. Der sagt, hier, ich kriege 100 für die Regale. Und der so, hier sind 10. Boah, und geht. Und dann empfängt der Shuita auch noch einen Polizisten. Das ist bei uns eine Revierpolizistin hier. Und bietet ihr eine Zigarre an und so. Und da kommt der Neffe wieder mit dem geklauten Frühstück. Und die Polizistin so, ertappt, ihr kommt alle mit, seid alle verhaftet. Und schon ist der Laden wieder leer. In 5 Minuten hat der Vetter hier aufgeräumt. Da kommt die Vermieterin und sagt, grüß Gott, Herr Vetter. Und er so, grüß Gott. Ja, ich hätte gerne 200 Silberdollar für die Halbjahresmiete. Und er so, wie soll ich denn das auftreiben? Das ist ihre Sache. Und es scheint, dass die einzige Möglichkeit, den Laden zu retten, ist, dass Shen Te verheiratet wird. Oh, ich kriege keine Arbeit, ich hänge mich jetzt auf. Und gerade als er sich an seinem Lieblingsbaum im Park aufknüpfen will, kommt Shen Te des Wegs, die auf dem Weg zu einem Rendezvous ist, und er sagt, hier, geh unter dem Baum weg, ich will mich hier aufhängen. Und sie so, nee. Und irgendwie macht es zwischen den beiden Bang. Jedenfalls hat Shen Te sich auf Anhieb in Yang Sun verliebt, obwohl, oder vielleicht auch gerade, weil er überhaupt nicht nett zu ihr ist. Und die machen im Hintergrund so ein bisschen miteinander rum. Da kommt der Wang des Weges und Shen Te so, Wang, einen Becher Wasser. Und er so, es regnet, mach mal den Mund auf, dann hast du Wasser. Und sie so, nein, ich will dein Wasser, und kauft ihm einen Becher Wasser ab für sich und ihren Typen. Das findet Wang leider überhaupt nicht so lustig.
obwohl er in ständigem spirituellen Kontakt mit den Göttern steht, für die er jetzt Shentee bespitzelt und berichtet so, ja, die ist jetzt voll gut, die hat eine achtköpfige Familie in ihrem Laden bewirtet und sie so, achtköpfig, okay. Dann musste allerdings der Vetter durchgreifen und den Laden räumen und die so, na, das soll aber nicht mehr vorkommen. Und die so, nein, das kommt nie wieder vor. Und am nächsten Morgen ist Wang unterwegs, um Wasser zu verkaufen und steht auch vor dem Laden von Shufu und der so, hier, scher dich hier weg und patsch, haut ihm auf das Handgelenk mit der Brennschere und der so, ey, dich verklage, du hast mir mein Handgelenk kaputt gemacht und läuft zur Polizei. Und im Hintergrund sieht man, wie Shentee ihre üblichen Bittsteller mit Reis füttert. Hier ist der Reis, mampf, mampf, die dampfen ab und der Barbier findet das, boah, Nächstenliebe ist so geil. Und Shentee, ich bin so verliebt, ich kaufe mir jetzt erstmal einen neuen Schal, um schön auszusehen für meinen Liebsten. Und sie geht zu dem Teppichhändler, der auch Schals verkauft offensichtlich, und kauft einen Schal. Und die dann so, sagen Sie mal, Fräulein, haben Sie eigentlich schon die 200 Silberdollar für die Halbjahresmiete? Und sie so, nee, wie denn? Na, dann passen Sie auf, wir leihen Ihnen das Geld, weil Sie uns so sympathisch sind. Und kaum hat sie das Geld, kommt die Mutter von Yang Sun angelaufen und sagt, Shentee, Shentee. Sie so, ja, mein Sohn wird fliegen, er hat ein Stellenangebot aus Peking, aber er braucht 500 Silberdollar dafür. Und sie so, super, hier haben Sie schon mal 200, gibt ihr das Geld von den beiden Alten. Und für den Rest wird der Vetter nochmal antanzen müssen. Und genauso passiert's. Im Laden von Shentee taucht der Vetter wieder auf und da kommt der Pilot dazu und sagt, so Alter, dann verkauf mir den Laden, oder? Geil, ich werde fliegen. Und die so, und wovon soll Shentee dann leben? Na, es findet sich schon irgendwie, oder? Dann kommt die Vermieterin rein und die so, Frau Mizü, das ist ja super, geben Sie uns 300 für den Laden? Ja, aber wir brauchen 500. Aber da sind die beiden schon weg. Und die so, oh Gott, der liebt die überhaupt nicht, das wird alles ganz schlimm enden. Da taucht der Barbier auf und sagt, hören Sie mal, Vetter. Und der so, ja, ich finde die Shentee ganz toll und ihre Schützlinge können auch in meinen Häusern am Viehhof wohnen. Und die so, ja, das ist ja toll, die wird bestimmt mal mit ihnen ausgehen und geht ins Gelass. Und da kommt der Pilot wieder und es gibt so einen Showdown zwischen den beiden Lovern und der sagt, passen Sie mal auf, die Shentee und ich, wir werden bald heiraten. Wir stehen kurz davor, unsere Verlobung bekannt zu geben. Und der so, was? Das glaube ich nicht. Und tatsächlich kommt da Shentee wieder aus dem Nebenraum und der Pilot dreht sich einmal zu ihr um und sagt, komm her. Und sie, unwiderstehlich von ihm angezogen, sind wahrscheinlich Pheromone, geht zu ihm und der Barbier ärgert sich. Und die beiden beschließen zu heiraten. Sie sitzen irgendwann in so einer Kneipe und warten darauf, dass noch wichtige Gäste ankommen. Der Geistliche, der die beiden trauen soll, ist schon da. Und es sind auch Gäste da natürlich. Hoppsa. Und irgendwann sagt dann Shentee, aber auf wen warten wir denn eigentlich? Und der Bräutigam sagt, wir warten auf deinen Vetter, der hat mir versprochen, noch Geld vorbeizubringen. Und sie so, ja, aber das kann überhaupt nicht möglich sein. Und irgendwann geht der Bonze und irgendwann gehen auch die Gäste. Und Yang Sun ist wirklich ratlos, weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll und singt das Lied vom Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenig später, nach der geplatzten Hochzeit, ist Shentee gerade am Arbeiten, bückt sich und sagt, boah, mir wird so schlecht und schwindelig. Und die Witwe Shin, die jetzt so eine Vertraute von ihr ist, sagt dann, ach, ist da was Kleines unterwegs, oder? Und die Bittsteller sind auch alle wieder da. Und der Barbier kommt wieder mal vorbei und sagt, ich weiß alles, sagen Sie nichts. Sie haben Ihre Liebe aufgegeben und Ihre Heirat, weil Sie den beiden Alten das Geld wiedergeben wollten. Hier haben Sie einen Blankoscheck. Ach nee, das ist ja mein Messer. Aber hier haben Sie auch einen Blankoscheck und gibt ihr einen Blankoscheck. Machen Sie damit, was Sie wollen, was Gutes, wenn es geht. Und sie so, das trifft sich gut und geht. Und der Vetter kommt wieder und sagt, so, alles hört auf mein Kommando. Wir eröffnen jetzt eine Tabakfabrik in den Räumen des Herrn Shufu. Und alle, die bis jetzt umsonst was erhalten haben, können dann da arbeiten. Und so wird's gemacht. Eine Tabakfabrik wird eröffnet und Frau Yang berichtet, also das ging alles schnell mit der Tabakfabrik von Herrn Schultar, war ein Bombenerfolg, sogar meinen Sohn hat er angestellt. Schneller, Peitsch, Knall, faule Säcke, macht schneller. Obwohl er ja nun gar nicht so nett zu seiner Cousine, aber er ist ja auch sehr begabt. Schneller, ihr faulen Schweine. Und Herr Schuitar hat deutlich an Umfang zugenommen und die Witwe Shin weicht nicht mehr von ihrer, seiner Seite. Und der Unternehmer will expandieren und hat deswegen die Vermieterin Frau Mizü und auch den Barbier nochmal zu sich gebeten und gesagt, Herr Barbier, ich brauche Ihr Kapital, Frau Mizü, ich brauche Ihre Räume. Und die so, nee, wir verhandeln erst wieder, wenn Ihre Cousine da ist. Denn die mögen den Schuitar nicht, ist ja auch ein harter Hund. Und dann kommt auch der Wasserverkäufer mal wieder und sagt, wann ist Shentee wieder da? Und die so, ja, kommen in 3 Monaten wieder.
Und diesmal kriegt es auch der Yang Sun mit, als Wang sagt, die war nämlich schwanger, als sie weggegangen ist. Und der Yang Sun so, wie schwanger? Shen Te war schwanger. Und er geht kurz weg und er hört ein Schluchzen aus dem Nebenraum, das wie Shen Te klingt, und holt die Polizei. Und tatsächlich verhaftet die Polizei anschließend den Shui Ta und es gibt einen Gerichtsprozess. Bei diesem Gerichtsprozess gibt es eine ganz interessante Anordnung von Richtern. Alle Angestellten verklagen den Shui Ta als Ausbeuter, Erpresser, Mörder und der verteidigt sich. Ich musste das so machen, um zu überleben. Und irgendwann hat er aber die Schnauze voll und sagt, okay, ich gestehe, aber ich will einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, Publikum raus. Und das Publikum wird rausgebracht und Shui Ta gibt sich zu erkennen als Shen Te. Und er so, Shen Te! Und so, ja, ich musste mit einer gespaltenen Persönlichkeit agieren, um gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich und gut sein zu können. Und die Richter sind hoch erfreut. Wir freuen uns so, dass du wieder da bist. Und sie so, ja, aber ich habe versagt. Und die Götter so, nee, das können wir gelten lassen. Du bist ein guter Mensch, den wir gesucht haben. Alle Probleme sind gelöst. Basta! Und während die Götter gen Himmel fahren und die ganze Stadtgesellschaft es mitbekommt, dass die Ewigen unter ihnen waren und Shen Te zum guten Menschen erklärt haben, hat die Gute keine Ahnung, wie sie jetzt eigentlich weitermachen soll. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Vielen Dank. Applaus